couple of things to fix on my sail, so I went over. Ich musste ein paar Stellen an meinem Segel reparieren, also habe ich Karl an Toms Segelloft in Kaimaru verlegt. Und als erstes habe ich die Persenning für meine Baumfork neu vernäht, weil die ziemlich auseinanderfiel. Was wir bis jetzt gemacht haben, ist eine Naht hier, also ein ganz normaler Stich hier, die beiden Außenseiten zusammengenäht und das wird dann nachher innen liegen und dann haben wir alles einmal quasi umgeschlagen, um die Naht zu schützen von außen und dann nochmal mit einer weiteren Zickzacknaht vernäht, die dann hinterher außen liegen wird. Und Tom hat außerdem ein altes Segel für die Innenseite zugeschnitten, quasi als Schutz für die Starkreiter vorne. Und ich glaube, das wird ganz gut. Das Vorlieg meiner Genua war beschädigt, da wo das Vorlieg in den Rollmechanismus der Rollgenua eingefädelt wird. Also mussten wir ein Stück davon komplett entfernen und dann ein neues Stück davon zuschneiden und einsetzen und dann wieder alles zusammennähen. Und das hier war ein kleiner Riss, den ich schon mal per Hand in Puerto Lindo repariert hatte. Und jetzt haben wir das nochmal ordentlich mit der Nähmaschine gemacht. Und wir haben die Naht hier geöffnet und haben dann ein bisschen Material darüber gelegt und dann wieder alles zusammengenäht. Ja, das hält jetzt sicher für eine Weile. Und das hier war ein Loch, das wir abgedeckt haben. Eine gebrochene Segellatte hatte sich hier durch das Segeltuch gebohrt. Also haben wir quasi nur das Loch gepflegt. Und hier haben wir ein recht dickes, robustes Stück aufgenäht, weil das Segel hier oft an der Saling anlegt und dagegen Schubert, und das haben wir dann angeklebt und danach haben wir es mit der Maschine festgenäht. Von beiden Seiten. Hier war ein großer Riss von hier nach da und haben wir dann erstmal einen Klebestreifen über den Riss geklebt und danach haben wir die Naht hier geöffnet und haben dann quasi ein Stück Segeltuch darüber gelegt, das wieder festgeklebt und dann einmal rundherum hier vernäht und dann einmal nochmal
also zwei Diagonalen quasi nochmal, zwei diagonale Nähte gemacht. Und dann haben wir die Abdeckung wieder drüber gelegt und das alles wieder zusammengenäht. Und hier war eine andere Stelle, wo die Sägelatte gegen eines der Wanden gerieben hatte. Also haben wir erst diese Verstärkung auf ein Stück Segeltuch genäht, weil die Verstärkung nicht breit genug war, um direkt aufgenäht zu werden. Und ja, danach haben wir dann quasi das Segeltuch, was der Träger ist für die Verstärkung, zusammen mit der Verstärkung über die Sägelattentasche genäht. Und ja, vorher haben wir natürlich wieder alles verklebt, damit es nicht verrutscht beim Nähen. It's also on both sides. And last but not least. Und zu guter Letzt waren hier noch zwei kleine Löcher im Segel, wo das Segel von der Reffleine beschädigt wurde. Und weil das nur so zwei kleine Löcher waren, haben wir einfach nur ein bisschen Segelklebeband von beiden Seiten drüber geklebt, damit das nicht weiter aufreißen kann. Just to prevent from it to open up more than this. That's it. Ja. Und das war's. Die Segelreparatur war super spannend und es war extrem lehrreich, mit Tom zusammenzuarbeiten und die zwei Tage in Toms Segelloft haben richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt muss ich die Segel wieder anschlagen und ich warte auf die Ankunft von Maria, die zu Besuch kommt, um den Rio zu erkunden. Aber mehr dazu beim nächsten Mal.